Die traditionelle Harndiagnostik gehört schon sehr lange zum Wissensschatz der alternativen Medizin. Man darf sie dabei aber nicht mit der klassischen Harnschau der Antike verwechseln. Denn ein Unterschied besteht zum Beispiel darin, dass der Therapeut den Urin seines Patienten nicht mehr trinken muss, um etwas über dessen Gesundheitszustand zu erfahren. Die heutige traditionelle Harndiagnostik ist eher mit einer modernen Laboruntersuchung vergleichbar, da der Befund auch nach biochemischen Gesichtspunkten interpretiert wird. Sie hat aber auch einen Bezug zu Denkmodellen der traditionellen Heilkunde, insbesondere der Humoralmedizin, denn sie liefert neben einzelnen organspezifischen Befunden auch Informationen über die individuellen konstitutionellen Gesundheitsverhältnisse eines Menschen. Die traditionelle Harndiagnostik stellt somit eine Symbiose aus moderner Medizin und der Erfahrungsheilkunde vieler Jahrhunderte dar. Die Harndiagnose ist tatsächlich bei mir in der Praxis eine Grunddiagnostik, die ich bei jedem Patienten durchführe, egal mit welchem Thema er kommt. Man bestimmt dabei primär erstmal eben die Funktionsweisen der einzelnen Organe, kann Rückschlüsse ziehen, die man dann eben im gesamtdiagnostischen Prozess verwerten kann, um Rückschlüsse darauf zu ziehen, wo die Problematik ihre Wurzeln hat, mit der sich der Patient letztendlich vorgestellt hat. Das kann von einem Muskelschmerz mit unterschiedlichen Ursachen bis hin zu Verdauungsstörungen gehen, die sich quasi so hinweistechnisch herauskristallisieren können. Nun gebe ich in jedes dieser Gläschen jeweils 2 Milliliter des Urins hinein. In das sechste Röhrchen gebe ich 2 Tropfen der Schwefelsäure. Ins fünfte Reagenzglas kommen nun 2 Tropfen von Natriumhydroxid. Ins Röhrchen Nummer 4 gebe ich 2 Tropfen der Ehrlichreagenz. Abschließend kommt ins dritte Röhrchen 2 Tropfen der Nylanderreagenz. Das zweite Röhrchen, das Nierenröhrchen, wird nicht mit einer Reagenz versetzt, aber gekocht werden. Die Befunde können dem Diagnostiker Hinweise über die einzelnen Stoffwechselsituationen verschiedener Organsysteme liefern. Sie geben aber auch Einblick in die Konstitution des Patienten. Wird der Urin zum Beispiel im Leberröhrchen bräunlich dunkel, sagt es etwas über die Funktionen der Leber des Patienten aus, da bei einer gestörten Leberfunktion bestimmte Eiweiße vermehrt in den Urin abgegeben werden. Andererseits weist die dunkle Urinfarbe auch auf das melancholische Prinzip der humoralmedizinischen Konstitutionslehre hin. Nun sehen wir den gekochten Zustand der Röhrchen und eine deutliche Verfärbung in allen Röhrchen. Wir sehen im zweiten Röhrchen, das ist das Nierenröhrchen, das wir nur gekocht, nicht mit einer Reagenz versehen haben. Sollte nun die Niere Störungen aufweisen, so könnten wir hier jeweils abhängig von den jeweiligen pH-Werten verschiedene Salze nachweisen, die sich mit einer Trübung oder einem Niederschlag zeigen würden. Das dritte Röhrchen beurteilt nun Lymphe und Darmschleimhäute. Wir sehen hier eine geringe Verflockung, was bis zu einem gewissen Grad auch normale Zustände darstellt. Das Optimum wird eigentlich nie erreicht. Diese Verflockungen können aber so stark sein oder zum Beispiel von der Farbe her bis ins Schwarze hineingehen, was uns dann hinweisdiagnostisch vermuten lässt, dass der Patient zum Beispiel an Diabetes mellitus erkrankt sein könnte oder starke Kohlenhydratstoffwechselstörungen hat. Ein ähnliches Bild werden wir dann auch im Röhrchen 5, dem Pankreasröhrchen, finden, da dies explizit die Bauchspeicheldrüsentätigkeit testet. Röhrchen 3, die Schleimhäute, und Röhrchen 5 sind also immer gemeinsam zu betrachten und gemeinsam zu beurteilen. Dieses schöne cognacfarbene Röhrchen finden wir die Gallenfunktion. In diesem Fall ist das die optimale Farbe, aber auch diese könnte zum Beispiel viel zu hell sein, was auf eine zu geringe Gallentätigkeit hindeutet, oder bis ins Signalrote gehen, was uns dann auf Steinerkrankungen oder Gallenblasenentzündung einen Hinweis geben könnte.
Dieses Röhrchen wiederum ist verwandt mit dem sechsten und letzten Röhrchen dieses Tests, was in dem Fall die Leber testet. Die Leber sollte immer eine von der Farbintensität dem entsprechen, wie das Gallenröhrchen sich von der Intensität darstellt, sollte aber von seiner Farbe eher ins Bräunlich, Blassbräunliche gehen. Hier haben wir zum Beispiel im Rahmen von Leberentzündungen bis zu tief schwarze Befunde, aber bei starken Leberschwächen, die zum Teil genetisch bedingt sein können oder durch lange Medikamentenabusus und oder Alkoholproblematiken, kann dieses Röhrchen so blass sein, dass es von dem Ausgangsurin, also dem Röhrchen 1, kaum zu unterscheiden ist. In diesem Fall ginge es natürlich darum, die Leber zu unterstützen und anzuregen. Es kann durchaus geschehen, dass der Therapeut einen Befund erhält, den er über eine reguläre medizinische Diagnostik nicht ermittelt hätte, der ihm aber wichtige Hintergrundinformationen aufdeckt, die für die Entstehung der Krankheit seines Patienten eine ursächliche Rolle spielen. So bekommt der Behandler nicht nur sehr nützliche diagnostische Hinweise, er kann seine Therapie auch ganzheitlicher auf die Bedürfnisse des Kranken abstimmen, indem er beispielsweise neben einer gezielten Lebertherapie auch Heilmittel mit Bezug zur melancholischen Konstitution seines Patienten verordnet. Die Betrachtung aus humoralpathologischer Weise gibt mir dann die Möglichkeit, eben dieses Problem auch mit dem Patienten anzugehen, für ihn diätetische Möglichkeiten zu finden, für ihn therapeutische Möglichkeiten zu finden, für ihn auch medikamentöse Möglichkeiten zu finden. Die traditionelle Harndiagnostik ist ein wunderbares Verfahren, was sich schön in den Praxisalltag integrieren lässt und dem Diagnostiker die Möglichkeit gibt, eine wirklich ganzheitliche Befundung zu erheben. Im Prinzip kann eine traditionelle Harndiagnostik für jeden Patienten ausgeführt werden. Inwieweit eine Durchführung für Sie persönlich sinnvoll ist oder ob bei Ihnen irgendwelche Gründe gegen eine Untersuchung vorliegen, besprechen Sie bitte mit einem fachkundigen Therapeuten.